Werter Herr, Ihr Buch liegt hier, ne? Die Legende der Minish. Möchten Sie sich abgeben? Nein? Naja, könntest du es für mich wegbringen? Na gut. Willkommen zurück. Heute werden wir wieder ein paar Bücher abgeben. Wie ein netter, lieber Bibliothekar. Ne? Oh, da kommen wir nicht hoch. Ja, egal. Machen wir direkt einfach hier vorne. Achso, wir müssen sowieso hier vorne abgeben, oder? Richtig, das Buch hätte ich gerne. Juhuhu! Die Pose. Okay, ein drittes Buch wird es wahrscheinlich auch noch geben, oder? Da hast du recht. Es gibt noch alles über Masken. Bürgermeister Hager hat es ausgeliehen. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt das Buch nicht zurückgibt. Echt so. Keiner traut sich, mit dem Bürgermeister zu reden. Gut, dass ihr mich habt. Ich hab nämlich die Master-Eier dafür. Ja, ja, genau, so sieht's aus. Kumpel! Hm? Ja, ich bin Hager, Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken? Das soll ich ausgeliehen haben? Ja, kann sein, dass ich ausgeliehen hab. Aber vielleicht auch nicht. Was soll das heißen? Kann ich das hier rausziehen irgendwie? Nee. Kann ich hier irgendwas anderes dafür benutzen? Ah, die Stiefel wahrscheinlich. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir Hinweise auf das Buch finden, wenn wir uns hier klein machen. Vorher, als wir uns hier klein gemacht haben und umgeschaut haben, ist nichts passiert. Hier gab es rein gar nichts. Und deshalb habe ich sehr stark die Vermutung, sag ich mal, dass ihr beiden jetzt hilfreich sein werdet. Der Bürgermeister ging nämlich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist deswegen des Erdbebens versperrt. Aber als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es am Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. So viel zum Haus am See. Und am Ende der Straße ist sein Haus am See. Hier, bitteschön. Ja, dass es da ist, habe ich mir jetzt gerade schon gedacht. Da waren wir schon. Toll, oder? Oh, den ganzen Weg wieder zurück. Das kleine Haus am See ist relativ weit weg. Geht so, aber okay. Ich meine, was wir dafür brauchen, ist eigentlich schon die Ocarina. Und dann können wir uns eigentlich schon direkt sehr in die Nähe tippen. Das müsste funktionieren. Ja gut, hier drin kann ich spielen, aber da kommt kein Vogel reingeflogen. Gardinen sind zu, Fenster sind zu, kommt niemand reingeflogen. Hier. Oder? Ist das gut? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, das ist gut, das ist gut. Nee, ist nicht gut. Warte mal. Wait. Achso, stimmt, jetzt haben wir hier Kraftarmband. Stimmt, wir haben Kraftarmband. Hab ich voll vergessen. Nee, da muss man... Von wo muss man da hin? Von wo aus bin ich da hingekommen? Von hier? Nee. Doch? Da unten rechts waren wir auf jeden Fall schon mal. Das weiß ich. Ich weiß gerade nur wirklich nicht, wie wir da hingekommen sind. Oh Gott, ich schätze, da muss ich mich mal wieder umschauen, wa? Das kann doch nicht sein. Hä, da haben wir auch noch keine Abkürzung gemacht? What? Irgendwas stimmt nicht. Und was hier nicht stimmt, ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Das ist hier das Schlimmste an der Sache. Warte, können wir das nicht auch schon bekommen? Wait. Ich will es mal kurz ausprobieren, okay? Ist okay? Oh, ist okay. Okay, wunderbar. Ich kann doch bestimmt da nach rechts drüber fliegen, oder? Lässt er mich? Nee. Die Felsen. Obwohl sie so aussieht, sind riesig groß. Oh nein. Na gut, dann bis gleich. Ah ja, es war über die Grabbelhöhle. Oh, wollte ich gar nicht. Hallo, Kumpel. Genau. Hier gab's da oben irgendwo in dem Bereich eine Höhle zum Graben. Okay. Na gut. Ja, ich habe ja gewusst, dass wir irgendwie schon mal hier waren. Und angeblich... Oh, hier ist ein Loch. Ah, angeblich soll hier jetzt neuerdings ein Buch liegen. Ja, Tatsache. Wow. Na gut. Was soll's? Hm? Nochmal. Hä? Warte mal, was sagt die Notiz? Was sagt die Notiz? Notiz von Hager. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Etwas zu rammen ist immer gut. Ah, okay, sorry. Sauf schon direkt ab, wenn ich so einen Joke bringe. Okay. Okay, was wir machen können, ist wieder die Chose machen. Ich glaube, die überspringe ich für euch. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt ist nichts Neues hierbei. Ist immer das Gleiche. Plus, hier sind jetzt, glaube ich, Gegner gespawnt.
Letztes Mal waren die Gegner, weiß nicht. So. Und jetzt als kleinen Minischling können wir mit den Armbändern. Können wir mit den Armbändern alles schieben? Die war doch. Weiß nicht so richtig? Das war doch sogar richtig. Wait. Wie soll es denn sonst gemacht werden? Wieso kann ich denn das ja auch nicht schieben, ne? Ich kann nur den ja. Ah! Okay. Plopp. So, jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Ich glaube, nur beim Rückweg spawnen da Gegner aus irgendeinem Grund. Ja, wollte auch nicht zeigen. Ist unwichtig. Aua. Ey! Ich werde ja voll gemobbt von diesen Endmars. Ah! Verschwindet! Ich puste die so weg. Gott, schrecklich, oder? Meine Güte, da isst man einmal Honig. Da kommen die ganzen Wespen weg. Keine Ahnung, was ich laber. So, aber wir haben das Buch. Alles über Masken. Jetzt hole ich noch die Ocarina raus. Das ist nicht die Ocarina, das ist die Ocarina. Da können wir nur eine Melodie spielen. Bisschen schade, aber was soll's. Immerhin können wir eine spielen. Ja, Link gibt ein Konzert, das Einzige, was er macht, ist... Ah, das ist das Buch, ja. Danke, lang überfällig. Mann, der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Ich bin dir sicher, wirklich sehr dankbar. Danke, Mike. Na gut, du warst eine große Hilfe, Mike. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosend Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Schock wieder ordentlich hinstellen. Vater Orko, willst du dich bitte darum kümmern? Hier bin ich. Ich bin schon gut wieder erledigt. Was zum... Boah, der ist aber richtig schnell für sein Alter. Richtig flott. Das Bücherregal ist wieder ordentlich wunderbar. Sieh schon mal rum. Okay. Das ist wunderbar. Ist die Maske wieder am Leben? Oh, Fleckmann lebt wieder. Schön, gut zu wissen. Du hast das alles ordentlich gemacht? Hoho, natürlich habe ich das. Aber tauschen kann ich nicht, Mann. Ey. Das ist nichts für mich. Aha. Okay, leider nicht. Müssen wir leider wieder zurückkommen. Und das werde ich wahrscheinlich wieder vergessen. So wie ich mich kenne. Weil ich es mir nicht aufschreibe. Nein. Das mache ich doch nicht, so schlau bin ich doch nicht, Mann. Hey, das war was. Die Bücher sind alle wieder da. Das ist ja formidabel. Jetzt können wir wieder zu Lexa gehen. Wie, dass die Bücher wieder hergebracht? Boah, cool, Mann. Danke. Zeig mal deine Dankbarkeit, schenke ich das. Oh, 50 Rubine. Wahnsinn. Danke, Mann. Hey, ich gehe auch wieder zum Lexa. Du Ältesten. Man kann nämlich an den Buchrücken hinaufklettern. Ja, hast du schon mal erzählt. Ich glaube, bei dem waren wir schon. Hier wohnt er in dem Buch. Sieht zumindest so aus. Hallo? Bist du das? Bist du der Älteste? Ja, ja. Erstmal traden. Ich kann nicht traden, verdammt. Hoho, oh, Besuch, eine seltene Ehre. Studius ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Oh je, was führt dich zu mir? Hoho, der Tempel des Tropfens? Du willst also dorthin gehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Hui, immer mit der Ruhe, stell dich erstmal dahin. Hoho, auf dich, Wunderklappe. Was? Wunderklappe? Gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob es dir mit meinem Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen. Was meint er? Ah, aua! Ich habe mir die Hüfte gestoßen. Oder das Knie? Habe ich überhaupt ein Knie als Mütze? Naja, es tut auf jeden Fall weh. Dieser Lexa ist mir ein Rätsel. Wie ist er denn in den Tempel des Tropfens reingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hineingehen. Irgendwas hier kann man schieben. Ha! Ah, okay. Hier waren wir schon mal in der Höhle. Aber warum sind wir jetzt nochmal hier? Und warum sind wir auf einer anderen Seite der Höhle? Ah, den kann ich aber nichts machen. Hm? Nee? Was will er von mir? Ich kann nicht schwimmen, Bruder. Kann ich das ansaugen? Oh, Tatsache, man kann es ansaugen. Ah,
cool. Blöden Schneckis. Ist ja ekelhaft, was ihr da mal von euch lässt. Hilfe, Käfer, riesige Käfer, ich habe Angst. Aua. Bam, 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 bam. Funktioniert nicht? Funktioniert nicht. Bam, bam, bam. Ah, wenn er sein Dings da, seinen Kiefer da weglässt. Aber vielleicht helfen mir auch Bomben. Denn solche ekelhaften Käfer würde ich gerne mal wegsprengen. Ja, funktioniert teilweise auch. Okay, einfach rein. Einfach rennen und. Bam. Einen habe ich. Jetzt. Jetzt. Aua, aua, aua. Boah, sehr viel einstecken müssen, aber es hat geklappt. Und wir bekommen Flossen. Wer braucht schon Seepferdchen, wenn wir einfach cheaten mit Flossen? Drücke A zum Schwimmen, drücke B zum Tauchen. Wir können tauchen? Ist das jetzt automatisch? Ah, cool, jetzt haben wir alle Items. Ah, nett. Hier fehlen auch nur noch zwei. Und hier unten auch noch zwei. Cool. Ja, können einfach schwimmen. Tauchen? Ah, finden wir manchmal Sachen. Verliere ich langsam mal Luft? Ah, irgendwann geht er einfach von alleine hoch. Okay. Cool, wir können schwimmen, Freunde. Das wird uns auf jeden Fall in unserem Abenteuern sehr, sehr hilfreich sein. Das eröffnet so viele neue Wege jetzt. Yes, Mann. Hä? Eingefrorene Kiste hier. Wegsprengen? Ich meine, ist ein Versuch wert, würde ich mal behaupten. Nö, funktioniert leider nicht. Vielleicht kriegen wir noch ein Item, womit wir etwas auftauen können. Das würde auf jeden Fall noch Sinn machen. Ach, schaut mal, jetzt können wir sogar als kleinen Minischling schwimmen und tauchen. Oh, das öffnet einiges. Also wirklich einiges. Oh, das ist genial. Perfekt. Oh Gott, wo will ich anfangen? Will ich direkt zum nächsten Dungeon? Will ich erstmal mich umschauen? Was will ich machen? Es kommen kaum Leute in den ersten Schock. Ich fühle mich einsam, Mann. Armer Junge. Der arme, arme Mann. Oh Mann. So, jetzt können wir einfach hier rauf, ne? Jetzt können wir einfach da rauf. Das ist geil. Warte mal, haben wir jetzt ein neues Boot dadurch freigeschaltet? Wir hatten das vierte Boot bestellt, ne? Tut mir leid, ist noch nicht da. Okay, ja, stimmt. Aber wir haben es noch nicht. Ist noch nicht da. Ey, Bruder, hau mal ab. Hau mal ab. Bitte. Danke. Ich überlege, ob wir hier nicht irgendwo noch was machen können. Ich irgendwie weiterkommen? Nee. Ah. Okay, machen wir Secret Hunting später. Gucken wir uns erstmal rechts im Gebiet jetzt um, weil jetzt, wo wir schwimmen können, können wir wirklich alles im Hylia-See erreichen hier rechts. Yeah! So gut wie alles sollten wir jetzt erreichen können. Wenn mich meine Logik nicht täuscht. Unten, wo dieser Tingelkumpel ist. Hier können wir auch schwimmen. Haha, wenn man hier taucht, kriegt man ein Herzteil! Und damit ein neues Herz, somit auch eine neue Leiste. Ha. Hast du eigentlich noch was an mich? Na, hier ist niemand. Ja, warte mal, kann man kleiner werden? So, wahrscheinlich nur für die Quest, die wir gemacht haben. Okay. Egal, nicht wichtig. Ha. Hä? Können wir nicht hoch? Wieso nicht? Okay, wir können... Alter! Einfach mal ins Wasser geschubst. Da können wir nicht hoch, da müssen wir irgendwie anders hinkommen. Hm. Vielleicht rüberfliegen? Ist ja vielleicht irgendwas zum Fliegen? Können wir aufhören ins Wasser? Boah, fliegen alle ins Wasser! Mann, ey. Kann ich hier meine Marvus-Handschuhe benutzen? Nee. Aua! Nein, kann ich nicht. Mies. Dreck. Warte, was? Wie bitte? Da kann ich mich klein machen? In diesem Eisfeld? Oder was auch immer das sein soll? Wow! Das ist einfach schon der nächste Dungeon! Bah, Klapper! Eine eisige Kälte ist das! Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis! Beeil dich, Mike! Eigentlich wollte ich ihn noch nicht machen. Aber...
Oh, ich kann wieder raus. Ah. Ich kann wieder raus. Ach, ja. Ey, das ist lächerlich. Ich konnte nichts dafür. Nee, komm, ist okay. Machen wir den Dungeon. Wenn wir ihn schon gefunden haben, können wir doch eben machen. Können wir auch nach dem Dungeon uns weiter erkunden, oder? Ist okay. Oder? Ist okay? Ja. Ich höre euch doch. Alright. Halt! Der Boden ist ja aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst und auf mich fällst, Mike. Ja, das ist natürlich das Schlimmste, wenn ich auf dich fallen würde. Auf dich reinfallen würde. Wow! Lass mal hier hoch. Hilfe, Mann. Das ist nicht lustig. Wieso bewegt er sich? Die magische Kraft des Unsichtbaren schleudert Vasen auf mich. Hilfe, was zum Henker? Okay, die kann ich nicht reflektieren. Alright. Ignorieren wir es einfach. Warte mal, was? Hier kann man wieder hoch? Oder wie ist das hier gedacht? Warte, erstmal hier alle killen. Nervt, ich brauche das Money. Kann ich nicht rein? Vielleicht für später. Und dann geht's jetzt gerade noch nicht. Ha, das ist aber sehr interessant, dieser Dungeon. Gefällt. Hm? Ach so, ein bisschen länger. Oh, es werde Licht. Oh, das ist ja Tageslicht. Wie schön warm das. Wie schön warm das Licht ist. Da geht es einem gleich viel besser. Du sagst, das Licht ist warm? Hm. Okay. Ah. Aha, das ist cool. Sieh mal genau hin. Da ist doch etwas im Eis eingeschlossen. Hey, Mike, sieh doch. Ja, ich bin nicht blöd. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Da gab es auch so Eis... Puzzle. Das war falsch, oder? Den krieg ich jetzt nicht mehr... Nee. Ich bin ein Schlau. Bonk. Okay, wir schieben es einmal nach unten. Warte, von oben nach unten. Und nach rechts. Und nach rechts. Ah, und dann schmilzt das im Licht. Cool. Okay, bisher gefällt. Bin gespannt, was für ein Dungeon-Item wir hier bekommen werden, oder? Was meint ihr? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Früher oder später... Wenn wir das auf jeden Fall bekommen und herausfinden... Ach komm. Egal. Ich habe genug Leben. Ich werde niemals down gehen im Spiel. Auch wenn ich literally einmal down gegangen bin in dem Spiel. In den Bergen, weil die Berge mochte ich nicht. Aber yeah. Oh, hier sind Pflanzen unter uns. Oh. Ich habe das Gefühl, das war nicht gut. Hier ist der Boss-Key. What the hell? Jetzt schon. Wahrscheinlich nur zum Zeigen, oder? Wir können bestimmt noch nichts mit dem machen. Schau mal, wie schnell wir manchmal unterwegs sind, ey. Viel zu fast, Mann. Miau. Ach so, jetzt weiß ich, warum das weggemacht wird. Ja, damit wir hier drüber können. Ah, ja. Okay. Gut, wir wissen, wo der Boss-Key ist. Wir müssen ihn uns nur merken. Das ist das Wichtige. Ja, okay, gut. Jetzt gibt es ja aber im Moment noch nichts für uns. Dann gehen wir erstmal wieder weg. Habe ich jetzt meinen Schlüssel verschwendet, basically? Ja. Oder? War hier noch irgendein anderer Weg? Ohne Schlüssel? Was? Ich brauche den Boss-Key? Was zum Teufel? Der Dungeon ist wirklich sehr... weird, sehr, sehr seltsam. Kann das sein, dass man immer wieder raus und rein muss von dem Dungeon oder vielleicht aus anderen Orten reinkommen kann? Ich mach mal das hier wieder auf. Nee, war ich nicht. Doch mal, nee, warte. Doch, mach's mal auf. Mach's mal auf. Und jetzt probier's nochmal. Mit dem Klotz hier. Wahrscheinlich erstmal nach links. Ding! Wenn ich jetzt nach oben hier lang schieben würde, dann würde da hinten nur knallen, passiert nichts. Ah, warte mal. Ich muss mit den anderen Klötzen auch noch arbeiten, so als Wand. Ja, doch, klar.
wenn er hier jetzt durchflitzt. Ah, nee. Oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Hä? Okay. Ich überlege gerade, aber ich habe eine Idee. Das war falsch. Ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Moment. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich sogar. Und zwar möchte ich den hier nach oben. Dann nach links. Dann möchte ich den hier unten haben. Also, sprich nach ganz unten. In die Ecke rein. Dann kann der... Okay. Habe ich den wahrscheinlich nach unten? Ja. Habe ich es richtig? Doch, ich habe es richtig. Ist gar nicht mal so schwer. Hab halt bei Pokémon geübt. Haha. Zack, jetzt nach oben, weil oben ist ja auch eine... Ja, Solid Object. Und jetzt... Schmelze! Großer Schlüssel. Öffnet große Schlüssel. Okay, ist kein Master Key, kein Boss Key. Habe ich... Ah, ups. Habe ich gedacht, aber ist nicht so, ist nicht wahr. Ist eine Lüge. Oh mein Gott. Warum werde ich hier angelogen? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, habe ich gefragt. Willst du nichts sagen? Er möchte nicht mit mir reden. Oder nicht auf Eis vielleicht. Nee, oder? Achso, ist das Sekt. Im Tempel des Tropfens ist das letzte Element zu finden. Das erzählte der Älteste aus dem Dorf der Waldmännisch. Also Augen zu und durch, verstanden, Mike? Meine Güte, das war doch nicht wörtlich gemeint. Okay. Das bedeutet... Das kann doch nicht der letzte Dungeon sein hier, oder? Irgendwo muss doch das letzte Erz für uns sein. Hm. Also hier werden wir das dritte von vier finden, aber wo ist denn das vierte, frage ich mich. Das ist natürlich ein großes Rätsel, was wir bestimmt noch lösen werden. Ja, so etwas! Mike, wir haben das Element gefunden! Stimmt, da unten links ist es ja. Aber leider ist es von dickem Eis umschlossen. So kommen wir nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen? Schmelzen, sagst du? Riesiger blauer Octorok. Ich habe das Gefühl, wenn wir das schmelzen, werden wir gegen den kämpfen. Was wahrscheinlich. Ich, ach nee, warte, das ist einfach nur ein normaler blauer Octorok, der eingefroren ist. Ne, wir sind ja klein, müssen wir dran denken, wir sind klein. Jetzt gerade. Wir sind kleiner Minisch. Mini, mini, Minisch. Oh, wir können da tauchen, um durchzukommen. Ah. Geht das echt? Was kriegen wir hier? Die Dungeon-Karte. Ja, okay. Okay, die Karte sollte mir helfen. wie so Flasche geformt, oder? Okay, das wird ein langer Dungeon, Freunde. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn wir uns dann hier etwas genauer umschauen. Bis dann.